Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5 im Koop-Modus mit Let's Play. Wir sind hier im Vulkan. Sieht nach dem Finale aus. Muesca haben wir hoffentlich besiegt. Oder haben wir Muesca besiegt? Nee, weil Muesca hat sich ausgezogen. Für die Mädels. Für die Fans? Für die Mädels. Well, es kommt eigentlich. Ja, in Code Veronica. In Code Veronica hätte er einen töten können. Just getting started. So, nee, wir lassen ihn kurz verwandeln. Aber jetzt kann er ja nicht mit der Quent sowieso nicht mehr ausweichen, das ist ja das Ding. Weil wir ihn ja gespritzt haben. Solange er erst ist, stärker, aber dann langsam. Ja. Aber dafür hat er eine Attacke und so die Schwingattacke und wenn du darauf schon getroffen wirst, tot. Ich habe einfach das kann schon passieren. Was ist der feine Boss? Ja, allein. Ja. Alles ist jetzt er. Gott. Sein erster Schwert ist groß. Genau. Aber ja, und zurück. Why can't you understand, Chris? Ja, mit, do you really believe the world is worth saving? Mit Verstand. Ja. Der ist nicht wie William Birkin, der komplett seinen Verstand verloren hat. Der kann sich wie Nemesis beherrschen, das ist halt Wesker bei dir. Was? Musst du da wegrennen. Nee, das wurde nicht angezeigt. Was? Ich weiß ja nicht, ob ich genug Schuss habe, das ist das Problem. Nein, was machst du? Bist du eigentlich komplett irre? Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist einfach. Du bist jetzt schon tot. Wir haben jetzt schon verkackt. Ja, ich habe vorher dir den Ablauf gesagt vom Bosskampf. Wieso machst du jetzt schon den Boulder? Aber wenigstens schaffst du es. Am Ende musst du zwei Knöpfe gleichzeitig drücken. Ja, du hast es geschafft. Toll, jetzt stirbst du aber. Weil Wesker direkt hinter dir ist. Und ich kann nicht abschießen. Ja, du kommst nicht rüber. Ja, du bist tot. Ich habe gesagt, ich muss erstmal Wesker anschießen, damit er zu mir rüberkommt. Er. Boulder Punch. Ja, du darfst nicht zum Boulder rennen. Du musst auf die Plattform hoch. Du kannst schon zum Boulder dann runterspringen, aber du darfst nicht punchen, weil Wesker, der cornert dich ein. Der cornert dich ein, du bist tot. Kennst du das Spiel, wenn du so nicht kannst? Nein. Do you really believe the world? Ich die Katzen überspringen. Ja. Jetzt muss aber erstmal seine Schwachstelle angezeigt werden. Wenn er darüber springt, dann wird sie angezeigt. Nein, seine Schwachstelle ist am Hinten. Hinten. Das bringt nichts, wenn du das machst. Und außerdem, der soll doch zu mir rüberkommen. Bist du jetzt schon wieder da runtergerannt? Ich bin nur weitergegangen. Ich habe noch nicht aktiviert das. Du bist schon tot. Du darfst ja nicht runterrennen. Du musst da hochrennen. Ja, töte dich. Renn ihn rein. Du musst da hoch. Oh, Junge. Ich habe sowieso eigentlich fast gar keine Waffen hier irgendwie. Ich kann fast gar nichts eigentlich machen. Das ist total Bullshit. Warte, wo ist eigentlich meine Sniper? Warte, hier, das ist eine Sniper. Hol ich die halt mal her. Kann ich wenigstens halt in den Rücken reinschießen. Ich hol mir noch die Brandgranaten. Also, hochrennen, nicht runterrennen. Also quasi, du kannst hochrennen und wenn er dann zu nahe kommt, kannst du zum Boulder runterspringen und nochmal eine Runde laufen. Bringt Brand- oder Säuregranate was bei ihm? Brandgranate, ja. Ich glaube, Brandgranate ist super effektiv gegen den. Da kann man sowieso nichts, keine Items einsammeln, oder? Nein. Warte, geh mal auf die Brandgranaten. Viereck.
Nee. Auf den Granatwerfer. Ja doch. Ich hab ja eine normale jetzt. Ja toll, aber du musst es dann auch noch ändern. Während dem Gameplay. Muss es halt auch ändern. Und ich würde den Granatwerfer erst benutzen, wenn der Wesker bei mir drüben ist. Der muss zu mir rüber. Also komm, mach bereit. Bringen Minen was? Minen? Ja. Ja, schon. Dann tue ich diese Sache was. Ja, genau. Warum hast du jetzt die Minen nicht genommen? So. Du hast doch gerade gefragt, ob die was bringen, oder habe ich gesagt ja? Ja, weil ich die Minen okay. Weiter so was bringen? Oben. Genau, perfekt, sehr gut. Jetzt kann ich da oben mal warten, bis er da hochkommt und dann halt runterrennen. Ja, von da oben kann ich noch besser treffen. Da kann ich irgendwo runterspringen zum Bowdach. Nein, nein, oder? Nein, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Oh mein Gott. Da irgendwo kannst du runterspringen. Da, links, links. Runterspringen. Und jetzt wieder eine Runde laufen. Was zum Teufel? Was? Abbrechen. Du bist tot. Ja, ich habe nicht gewusst, dass auch runterspringen kann. Merkst du dir überhaupt, was ich sage? Ich sage, nicht den Boulder punchen, bis ich auf der anderen Seite bin. Und außerdem, Wesker muss bei mir sein, weil sonst tötet er dich. Du hast nämlich nicht genug Zeit, den Boulder zu punchen und gleichzeitig abzuhauen. Hast du manchmal, aber das ist super selten. Da musst du echt 1000 zu Glück haben. Und seine Schwachstelle wird erst angezeigt, wenn er die eine Attacke macht. Der muss also nah an dir dran sein, um dich zu treffen. Ja, genau. Damit ich auch drauf komme. Du weißt jetzt aber, wo du runterspringen kannst, gell? Ja. Okay. Nicht den Boulder punchen. Ich weiß, du hast so die Fäuste dafür, aber die musst du kurz beherrschen noch. Jetzt spring runter. Ich dachte, du wirst es, wo du runterspringen musst. Ja, aber ich muss erstmal die Reise machen. Nein! Nein! Achso, okay, doch, alles gut, du hast richtig gemacht. Was jetzt? Einfach wieder wegrennen. Warte, der springt glaube ich gleich runter zu dir. Und dann kann ich wieder hochrennen. Und ich muss halt. Aber bisher wird seine Schwachstelle noch nicht angezeigt. Das ist richtig scheiße gerade. Jetzt wird seine Schwachstelle angezeigt, weil er jetzt auch die Attacke macht. Okay, jetzt kommt er gleich wieder hoch zu dir. Und wenn er oben ist, musst du runterspringen. Und das die ganze Zeit, bis er zu mir kommt. Ja, ich kann seine Schwachstelle nicht sehen. Die ist an seinem Rücken. Warte, wenn er hochläuft, kann ich sie treffen. Nee, geht doch hier. Soll ich jetzt? Ja, spring runter. Nee, ich kann nur die Schwachstelle sehen, wenn er die Attacke macht. Das ist voll dumm. Okay, jetzt kommt er gleich wieder runtergesprungen. Nein, warte erst. Bevor er dann wieder zurückläuft. Warte, bis er runterspringt. Okay, jetzt hoch. Er ist schon mal gejumpt. Ich bin total bescheuert, dass ich nur seine Schwachstelle sehe, wenn er die Attacke macht. Sonst kann ich die gar nicht sehen. Also quasi die Schwingattacke. Ja, ich weiß schon. Sonst kann ich die Schwachstelle nämlich nicht sehen. Das ist total dumm. Na komm, Wesker, was denn so lahmarschig, ey? Komm, mach die Attacke, du dummer Idiot. Ein Schuss. Ja. Hab ich? Spring runter. Nein! Oh, scheiße. Der steckt fest, der Junge. Du hast ihn gebackt. Du hast ihn gebackt. Nein. Ah, schade. Aber gerade eben hat ich ihn gebackt. Doch. Ja, wahrscheinlich, weil ich in der Nähe bin. Ja. Ich denke, dass ich okay, er kommt runter.
Oder warte, ich kann perfekt sehen, wer da runterspringt. Ich unten. Ich sag, Snack. Ja, okay. Ich habe für mich nur noch die Marken, oder? Noch nicht. Der ist noch unten. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich den Granatwerfer bekomme, weil so kann ich ihn halt gut Schaden machen. Halt. Ich hatte es halt im Bosskampf gemacht. Für den einen Sprich. Ja, ja. Vielleicht noch einen zweiten Granatwerfer. Warte. Ich soll erst eine so dumme Attacke machen. Jetzt sehe ich wenigstens meinen Laser. So einigermaßen. Okay. Ja. Warum hast du noch nur geschossen? Hab ich nicht, ich hab getroffen. So? Nee, weil ich hab den Boss gemacht. Ich hab keinen Schuss mehr, ich kann ihn nicht, verletzen. Mehr. Dann müssen wir es jetzt doch probieren, dass ich darüber springe und dann du den Boulder punchst. Ich muss halt irgendwie gucken, dass Wesker halt weit genug von dir weg ist, quasi. Just hold on, Sheva. Das schafft man nicht. Beide hämmern sich hier auf die vierte Ecktaste. Ja, ich hab's geschafft. Oh. Okay, du hast noch Zeit. Ja, du hast noch Zeit. Du musst dich beeilen. Ja, der ist unten, war schon verkackt, echt. Ja. Oh nee, jetzt gerade in dem Moment. Und wusch. Wir waren so weit. Ja. Warte. Wir tauschen Waffen. Ja. Warte ich. Geht's dir gut? Herzklopfen. Chill. Ich geb dir deinen Sister. Der muss was entfernen. Ach so, ja. Ist er schon entfernt? Das war der hier. Warte, gib mir mal Heilte. Hm? So, dann hier, wie viel Geld haben wir? 300. Nee, wir können nichts kaufen. Ja. Mach dann bereit. Dann gebe ich dir das da. Achso, ja. Ja, perfekt, so passt's. Vielleicht nehme ich noch eine Waffe. Nimm die Mine. Ah, ich hab Kreis gedrückt. Okay, ich hätte vielleicht einen Plan sogar. Und zwar, wenn du den Boulder punchst, muss ich halt Wesker oft anschießen, damit der nicht so schnell ist. Yep. Und dann, wenn du den Boulder gepuncht hast, falls es passiert, muss ich noch rüberspringen. Und wenn das dann geschafft ist, da musst du halt Wesker noch entgehen halt die ganze Zeit. Ja. Dann könnten wir es vielleicht schaffen. Mach auf fertig. Also, mach einfach auf fertig, komm. Oh, das wird halt schon spannend hier. Why can't you understand, Chris? Do you really believe? Immerhin, das kann überspringen. Natural selection leaves the survivor. Oh mein Gott, spring rüber! Alter! Wie lange hat das gerade so lange gedauert? Das ist einfach der Zielfall, den ich angezeigt. Warte, lock ihn erstmal einmal um den Kreis. So dass er quasi vielleicht noch hier unten ist. Also quasi, wenn er dann hier runterspringt, dass du dann vielleicht schon hier oben stehst. Also jetzt schon runterspringen. Und dann halt quasi. Nein, noch nicht so schnell. Nee, der, ich dachte, ihr könnt nicht machen. Warte kurz. Okay, jetzt lauf. Lauf hoch zum Boulder. Oder lauf zum Boulder hin, weil. Aber du musst. Ah, stimmt, du musst erstmal warten, bis Wesker weit genug weg ist. Scheiße, das habe ich voll vergessen.
Weil wenn du jetzt nämlich runterspringst, dann geht er ja instant auf dich. Warte, wir warten, bis er hier ist. Dann hätte ich vielleicht genug Zeit. Bis er an dieser Spitze ist. Ja. Spring runter. Nee. Doch, spring! 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 Zu spät. Wir haben verkackt. Ja, jede Sekunde ist wichtig beim Border Punch. Weil das nämlich ewig lange dauert. Und da ist zu spät. Ja, das war's. Mhm, ja, verkackt, verkackt. Der ist viel zu schnell. Oh, er geht zu mir! Er kommt zu mir rüber. Jetzt musst du mich verteidigen. Musst du auf ihn schießen. Du musst dich schnell beeilen. Oh, das wird abgebrochen. Ach, leck mich, warum machst du jetzt einen Boulder Punch? Wieso machst du den Boulder Punch? Wieso machst du den Boulder Punch? Ich check es nicht. Kannst du das nicht einfach abbrechen? Hör auf! Ich bin tot? Du schießt ihn nicht an! Du kümmerst dich lieber um deinen Steinfreund. Kannst du das nicht irgendwie abbrechen? Weil ich bin jetzt nämlich tot. Mach doch mit der Sniper. Das ist nicht umsonst eine. Ja doch. Schnell, schieß! Schieß! Ich bin tot. Schieß! Ja, tot. Hör auf, den Boulder zu punchen. Oh, wenn du den Boulder punchst, sind wir tot. Wenn ich nicht da drüben bin. Erst wenn ich dann den Sprung geschafft habe, dann den Boulder. Aber gut, diesmal war er wenigstens bei mir drüben. Das war jetzt gerade Fortschritt, okay? Wir schaffen das schon. Wir lassen einfach das mit dem Boulder Punch einfach. Das war aber voll knapp, dass er dann in dem Moment zu mir gesprungen ist. Ja. Nee, das auch nicht. Jetzt warte, jetzt macht er die Attacke. Ja, er glitscht wieder. Ja, ich habe ihn voll getroffen. Voll in die Schwachstelle rein. Okay, er kommt zu mir. Jetzt musst du da mit der Sniper auf ihn drauf schießen. Das kann ich aber nicht überspringen. Am besten du stehst ganz oben. Mhm, das dauert eh bis ich hier. Jetzt bin ich erst hier. Wohin schießt du? Wohin ziehst du? Du ziehst ab in den Himmel. Schöner Himmel. Schönes Wetter heute. Rechts, rechts, rechts! Also, wo? Okay, hab ihn. Nein, hast du nicht. Ich hab die andere getroffen. Er schießt auf dich, er schießt auf dich. Und es ist gut, dass er auf dich schießt, nicht auf mich, weil wenn ich jetzt auf mich schießt, bin ich tot. Ja, ich hab's geschafft. Boulder, Boulder. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, sehr gut, okay. Jetzt auf die Plattform hoch, dann gibt's Kontrollpunkt. Sehr gut gemacht. Oh. Ich fühle mich gerade wie er, als würde gerade den Fels steigen. Ja. Okay. Und ich bin voll dran, weil mit dem Joystick halt. Okay, jetzt kommt der richtige Kampf. Aber es wird gespeichert. Mhm. Ja, zum Glück. Das wäre sonst echt unfair. Ja. Wesker. Und was ist eigentlich mit mir? Warum schreit er mich nicht voll? Er passt mich nicht. Okay. Du weißt, wie das geht, ne? Nein. Okay. Wenn seine Schwachstelle vorne ist, also das sieht man ja dann. Dann musst du ihn fest, dann musst du hinter ihn gehen und ihn festhalten. Okay? Schreckschuss. Jetzt ist gleich seine Schwachstelle vorne. Ja, jetzt geh schnell hinter ihn dann gleich. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt warte jetzt. Jetzt nimmt seine Schwachstelle vorne. Du hast aber schon genug Leben, oder? Dass du nicht stirbst.
Schnell, geh doch hin! Ach du. Ja, ich dachte, hätte ich ihn festhalten können. Das ist schon zu spät. Ich glaube, seine Schwachstelle wieder. Ja, komm doch! Du. Du musst hinter ihn gehen und Viereck drücken, um ihn festzuhalten. Du brauchst keinen 2 Meter Abstand halten. Hier gibt's doch kein Corona. Keine Sorge. Also hinter ihn dann gehen. Okay, keine Sorge, du kriegst noch eine zweite Chance. Das war jetzt, das war's jetzt nicht. Außer wir sterben jetzt. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier einfach so sterben. Außer dass die One-Hit. Warte, macht er jetzt sogar die One-Hit-Attacke? Nee. Oh shit. Er macht den Wurm. Okay, gut. Warte, jetzt macht das glaub gleich. Ja, perfekt, er macht's. Oder? Ja. Hm? Ha, ist egal. Du musst ihn einfach nur festhalten, dann ist alles egal. Ja, irgendeinen Knopf musst du glaub spammen. Du darfst jetzt dadurch nicht sterben. Ich hab meinen Arm fällt nicht ab. Ja, ich muss auch was spammen. Okay. Warte. Tot. Also man hätte es jetzt auch mit Raketen der Fall zurück, ja, schießen kann. Ja, aber so geht's halt am einfachsten. GG! Ja, Wesker tot! Also dann Fistbahn. Also wir können gerade nicht mehr, ja, so zweit entfernt. Ja. Viel Spaß beim Sterben, du Dreckskerl. Du dummer Motherfucker. Du scheiß Drecksfixer. Hi Josh. Hi Joe. Aber ein Quick-Moment gibt's noch. Ey, Till, guck mal, ich hab einen Boulder gepuncht. Das war halt nicht das Ende. Hä? Ja. Natürlich hat schon was anderes, aber hast gut gemacht mit dem Boulder. Das ist jedes Mal so, wenn du es geschafft hast. Das gibt schon mal ganz. Ich meine, du musst schon ganz viel drücken. Ja, ich weiß halt nicht immer die Pfeile. Ja, genau. Und wenn du halt eine Sekunde, glaube ich, zu spät bist, dann bricht das einfach ab. L2, R2. Ich finde es vor allem so geil, wenn man nicht schießt, dann fliegt ja der Helikopter einfach in die Lava. Ja, weil er in die Lava zieht. Ich dachte, dann würde irgendwie mein Komma, weil würde Port weiterleben. Ja, natürlich lebt er auch noch weiter, ja. Die letzten Knöpfe, die wir für das Spiel allgemein brauchten. Ja. Auch zumindest. Jetzt kommen die Credits. Das ist was wie Worst Evil enden. Spaß macht zum Fahren. Aber es gibt viel mehr Stellen. Ja, gegen Ende wird das echt einfach nur noch Gegner gespammen. Irgendwie haben sie da am Ende einfach nur alles Schwierige noch reingepackt. Ja. Ist machbar, aber echt schwer. Vor allem mit den Reapern. Ich sagen, Feinde, ich verstehe sie. Ja, das hat er am Anfang auch gesagt. Hat er gesagt, maybe one day I'll find out. Jetzt sagt er. Ja, Chris. Ja, ey, das sieht einfach gut aus. Und ich mit meinem Lehrer-Outfit. Ja, das sieht aber aus wie die Lehrerin, Alter. Aber kommt die da noch in anderen Spielen vor? Shava, ne, nie wieder. Schade. Die wollten aber in dem Film Vendetta einbacken, aber das wurde dann Rebecca. Schade. Aber ich würde es gut finden, wenn sie wenigstens ein Teaser in anderen Spielen vorkommt. Ja.
Oder halt wenigstens einmal so den Credits überspringen wir. Als Nebencharakter kommt. Ja. 46 Minuten. 7 Mal gestorben. Ja, sorry, es ist hier. Ja. Nein, alles gut. Nee, ja. Wir haben es geschafft. In 46 Minuten. Oder nicht. Und die zwei DLCs haben wir schon zu zweit gespielt, deswegen müssen wir das nicht nochmal machen. Yep. Könnt ihr euch übrigens auch noch anschauen. Und ja, dann würde ich sagen, wir beenden hier das Let's Play zu Resident Evil 5 im Koop. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Resident Evil 6 im Koop kommt nicht. Geht viel zu lang, das Spiel. Wenn es jetzt nur Leon wäre, okay. Geht vielleicht 5 Stunden oder so. Aber dann kommt auch noch Chris, Jake und Ada. Und das geht insgesamt sowas von um die 20 Stunden. Und da haben wir beide keinen Bock drauf. Vor allem nicht auf Resident Evil 6. Ja. Das war einfach kein gutes Spiel. Ja. Aber ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's. Ciao. Hoffentlich hat es euch gefallen. Tschüss.